Richter Palmer, wie lange sind Sie schon Richter? 42 Jahre. Ist Ihre Frau gerade gestorben? Harter Tag. Sie sind müde, es ist dunkel, regnerisch. Haben Sie an den Unfall Erinnerungen? Ich werde Ihren Vater festnageln, und zwar mit einer Mordanklage. Sie kriegen einen Platz in der ersten Reihe. Sag mir, was passiert ist. Das war ein Unfall, Punkt. Jeder anständige Anwalt kann das darlegen. Und mit anständig meine ich ehrlich. Wir beide wissen, es war keine Absicht. Wenn wir das Mitgefühl der Geschworenen gewinnen, verurteilen sie dich niemals. Ich saß 42 Jahre als Richter in diesem Gerichtssaal. Die Menschen in dieser Gemeinde vertrauen mir. Sie vertrauen dem Gesetz. Dann sterbe ich lieber im Gefängnis. Ich bleib so nicht in Erinnerung. Lass mich meine Arbeit machen, sonst kann ich dir nicht helfen. Ihr Vater ist ein Lügner. Ein Lügner, der denkt, dass ihn sein Amt vor allen Angriffen schützen wird. Genau wie sein Sohn. Mein Vater hat viele schlechte Charakterzüge, aber er ist kein Mörder. Ich habe Erinnerungen an uns und keine mehr. Warum? Ich werde Ihren Vater als selbstgerechten Mistkerl darstellen, der verlangt, das zu kriegen, was er für Gerechtigkeit hält. Mein Vater ist ein selbstgerechter Mistkerl, der verlangt, das zu kriegen, was er für Gerechtigkeit hält. Das sollte wohl ein leichtes sein. Das ist witzig. Warum bist du hier? Er tötet dich oder du tötest ihn. Du musst deine Pflicht erfüllen. Ich kann das nicht! Doch, du kannst.